Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und es ist zwar noch kein Weihnachten, aber ich mache euch heute ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Denn heute verrate ich euch zwei Möglichkeiten, wie ihr eure Margin im Konto sehr, sehr stark reduzieren könnt oder wie ihr auch in einer Notsituation agieren könnt, wenn es mal eng wird mit der Margin. Wie das funktioniert, relativ einfach, zeige ich euch heute im Video. Halt, stopp! Bevor es losgeht, kleiner Tipp am Rande. Schon mal auf das i geklickt? Basiskurs Optionsstrategien. Ihr Einstieg in die Welt der Optionen. Das hier ist das letzte Exemplar der allerersten Auflage. 500 Stück hatten wir produzieren lassen und die Nachfrage hat uns regelrecht überrannt. Das Ganze war innerhalb weniger Tage ausverkauft und deswegen haben wir jetzt die zweite Auflage produzieren lassen. Und wenn du eine dieser neuen DVDs haben willst, dann bestelle sie jetzt. Basiskurs Optionsstrategien. Jetzt schnell bestellen! Hier finden Sie nicht bloß unsere neuesten Angebote, sondern auch weitere spannende Videos und zusätzliche Links. Ihr kennt das Ganze. Wenn ihr Future-Optionen handelt, also beispielsweise auf Crude Oil oder auf den S&P 500, auf Erdgas, auf Gold jetzt gerade, dann sind die Margin-Anforderungen oftmals sehr, sehr hoch. Das heißt also, es kann euch schnell passieren, dass ihr irgendwie eine Option verkauft, die bringt euch 200, 300 Dollar Prämie ein, aber ihr müsst eine Margin von 4, 5, 6, 7.000 Dollar dafür hinterlegen. Und das ist natürlich gerade, wenn man ein kleineres Konto hat, und kleiner wäre in dem Falle schon 25.000, 30.000, ist das schon selbst recht viel. Weil überlegt euch, ihr habt ein Konto, sagen wir mal 30.000 Dollar und ihr macht einen Trade im S&P und kostet 6.000 Dollar Margin, dann sind schon 20% des Kontos weg, nur für diesen einen Trade. Und das ist natürlich nicht so teuer. Und da gibt es ein paar ganz simple Möglichkeiten, wie man das reduzieren kann, diese Margin. Und das will ich euch mal zeigen. Und damit wir das nicht nur so theoretisch machen, habe ich jetzt gerade eben mal nachgeschaut, was wäre denn, wenn wir folgenden Trade machen würden. Und zwar, ihr seht hier den Chart des S&P 500. Und wir sind grundsätzlich bullish auf den S&P und sagen, wir möchten Put-Optionen verkaufen. So, da suchen wir uns jetzt, gehen wir in die TWS, in den Option Trader, suchen uns eine Option heraus und ich habe, damit wir uns das mal verdeutlichen können, hier einfach mal genommen einen 1900er Put, also einen Put, nein, Entschuldigung, einen 1950er Put, einen 1950er Put mit einer Laufzeit bis zum 16. Dezember. Das sind also von heute an so roundabout ein bisschen was über 35 Tage etwa. Vielleicht ein bisschen kurz, aber es geht nur um die Verdeutlichung. Ihr seht, ihr bekommt ja für diesen Trade, das ist jetzt hier im zweiten Bild, da seht ihr also jetzt, ihr würdet so roundabout 170, 80 Dollar etwa bekommen an Prämie, aber ihr müsst halt eine Margin von über 6.000 Dollar hinterlegen. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Was kann man jetzt machen? Erste Sache wäre natürlich, wir lassen den Trade weg. Nicht so die gute Idee. Deswegen sagen wir lieber, okay, wie können wir den Trade vernünftig machen? Eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, wie ihr das machen könnt, ist, und da zeige ich euch jetzt den nächsten Chart, wenn ihr einfach noch einen sehr weit aus dem Geld entfernten Put dazu kaufen würdet. In dem Fall hier habe ich mich jetzt für einen 1800er Put entschieden, das heißt einen Put, der 150 Punkte unterhalb des Verkaufputs liegt und dieser Put hat nur eine einzige Aufgabe. Was ihr hier jetzt seht, ist ja ein klassischer Bull-Put-Spread, ne? Also ein vertikaler Spread, einen Put verkauft, einen darunterliegenden Put gekauft, das heißt, ihr nehmt einen Teil des Geldes von oben, kauft unten was und meistens wird das aus Absicherungsgründen gemacht, dass man also sagt, okay, ich kaufe das, damit, wenn der Markt nach unten durchrauscht, ich eben ein genau definiertes Risiko habe. Wenn ich jetzt allerdings einen Put kaufe, der 150 Punkte unter meinem verkauften Put liegt, dann ist die, Entschuldigung, kurzer Schluck Wasser, kurzer Schluck Wasser, dann ist diese Grundüberlegung, also dass man sagt, ich kaufe den Put, damit das Risiko rausgeht, das kommt eigentlich nicht mehr so richtig zum Tragen. Ne? Da ist der viel zu weit entfernt. So, weil wenn der S&P 150 Punkte durchrauschen würde, 150 mal 50 Dollar, das wären auch 7.500 Dollar Verlust. Das heißt also, das macht keinen Sinn. Aber, und ihr seht es jetzt hier, wenn wir das Ganze als Spread handeln würden, dann seht ihr, was mit der Margin passiert. Ihr bekommt zwar etwas weniger Prämie,
weil ihr natürlich den Put unten kaufen müsst. Aber ihr seht, was mit der Margin passiert, die reduziert sich um mehr als die Hälfte. Das heißt, die geht um über 50% runter und damit habt ihr natürlich viel mehr Möglichkeiten in eurem Konto. Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere fragen, Mensch, super Sache, aber welchen Put nehme ich da? Und da muss ich sagen, da müsst ihr ein bisschen probieren. Ich persönlich habe da so eine kleine Faustformel für mich entwickelt, dass ich sage, wenn ich einen Put verkaufen möchte, dann bin ich bereit, maximal 20% der Prämie, die ich für den Put erhalten habe, nochmal zu investieren, um die Margin zu senken. Das heißt also, wenn ich jetzt wie in dem Beispiel hier sage, ich bekomme irgendwie, es kann auch mal 30% sein, aber mehr sollte es nicht sein, damit es sich wieder rechnet. Machen wir ein einfaches Beispiel, ihr bekommt $200, dann gebt halt zwischen $40 und $60 maximal aus, um unten nochmal eine Option dazu zu kaufen. Funktioniert übrigens genauso umgekehrt bei Future-Optionen natürlich, wenn ihr Call-Optionen macht. So, das Ganze kann man als Spread handeln, würde ich euch nicht empfehlen, weil die Strikes viel zu weit auseinander liegen, sondern ich würde dann immer eins machen, ich würde die beiden sogenannten Legs, also die einzelnen Beine, die würde ich einzeln handeln und zwar natürlich immer zuerst den gekauften, also in dem Fall den 1800er und dann würde ich den anderen verkaufen, das reduziert dann von Beginn an sofort die Margin. Das ist übrigens auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wenn ihr in eurem Depot mal ein bisschen Margin-Schwierigkeiten bekommt, weil zum Beispiel es gibt einen hohen Volatilitätssprung, die Margin geht nach oben und ihr habt Future-Optionen, nackte Future-Optionen im Depot, wie ihr dann eure Margin relativ einfach reduzieren könnt. Nämlich, ihr geht einfach her und schaut, okay, was kostet mich denn jede einzelne Position, die ich habe momentan, was nimmt denn die für eine Margin ein? Und das könnt ihr ja machen, indem ihr einfach in der TWS zum Beispiel auf die Position geht, rechter Mausklick und dann Margin-Auswirkungen überprüfen und dann wird euch angezeigt, wie viel Margin kostet denn diese Position. Und dann geht ihr eben einfach her und testet mal, dass ihr zum Beispiel sagt, Mensch, ich habe hier einen Ölput und der frisst momentan wahnsinnig viel Margin, ich muss meine Margin drücken, dann guckt doch einfach mal, ob ihr da weit, weit unterhalb einen Put kaufen könnt, für $30, $40 vielleicht, der euch die Margin halbiert oder wenigstens drittelt. Und wenn ihr das immer mal wieder macht, dann werdet ihr nie in Schwierigkeiten geraten, weil ihr jetzt wisst, bevor ihr irgendeine Harakiri-Aktion macht und in einer schlechten Vola irgendeine Position rollt, dann reduziert erstmal eure Margin, damit ihr entspannt bleiben könnt. Okay? Das ist also eine Möglichkeit, wie ihr eure Margin reduzieren könnt und wie ihr sie auch in einer Notsituation reduzieren könnt. Es gibt noch einen anderen Weg, was man machen kann und der ist ein bisschen anders gelagert, aber auch der funktioniert sehr, sehr gut, nämlich, und das ist etwas, was zum Beispiel viele große Händler machen, also jetzt nicht körperlich groß, sondern vom Volumen her groß, und zwar schaut euch mal das dritte Bild an. Ich habe jetzt mal hier nochmal den gleichen Chart des S&P genommen und habe mich jetzt mal für einen ganz langlaufenden Put entschieden, und zwar läuft der jetzt bis zum Juni des nächsten Jahres. Das heißt also noch nahezu 7 Monate Restlaufzeit. Und dafür habe ich jetzt gesagt, okay, was ist denn, wenn ich die gleiche Prämieneinnahme haben möchte? Also diese knapp $170, $180 ungefähr. Und da seht ihr, da bin ich auf einen Strike gekommen von 1275. Das heißt also, wir liegen momentan bei ungefähr 2150 irgend sowas im S&P. Das heißt, knapp, muss ich selber mal rechnen, 700, 800, 900 Punkte darunter. Also das heißt, der S&P müsste nahezu um 40% einbrechen, damit dieser Strike erreicht wird. So, kann er in einem halben Jahr einbrechen? Selbstverständlich kann er. Aber ihr seht, und das ist jetzt hier das letzte Bild, ihr seht hier, was jetzt plötzlich passiert. Ihr bekommt die gleiche Prämienhöhe, aber schaut euch mal die Margin an. Die ist nur noch ein Sechstel von dem, was es vorher war. Das heißt, die ist dramatisch zurückgegangen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte auf verschiedene langfristige Bewegungen mal spekulieren, dann könnt ihr solche langfristigen Optionen verkaufen. Natürlich ist es so, sollte der Markt jetzt stark einbrechen, kommen die Optionen unter Bedrängnis, die Margin steigt an. Aber stellt euch mal vor, morgen passiert irgendwas an der Börse und der Markt bricht 5% ein und ihr seid 40% weg. Wie entspannt könnt ihr denn dann sein? Wenn ihr 10% vom Markt weg seid und er bricht plötzlich um 5% ein, dann sagt er, hey, noch so ein Tag und ich bin im Geld. Und institutionelle Händler machen das eben, dass sie schon sehr lange, sehr weit im Voraus solche Optionen verkaufen, die dann irgendwann so ein geringes Delta haben, kaum noch Margin binden aufgrund dieses Span-Margin-Prinzip
und die man natürlich dann auch super rollen und machen kann und so weiter. Das geht nicht in jedem Markt, das heißt, ihr braucht liquide Märkte, aber so Gold, Öl, den S&P, die Zinsen, da kann man das alles machen und es ist eine super, super Gelegenheit. Zinsen fällt mir übrigens gerade ein, Zinsen funktioniert nicht ganz so gut, aber Getreide zum Beispiel funktioniert es auch gut. Wo ihr sowas machen könnt und wo ihr eben relativ hohe Prämien vereinnahmen könnt, indem ihr einfach den hohen Zeitwert, den diese Option noch haben, nutzt. Und natürlich dauert es jetzt ein bisschen, bis die Optionen verfallen. Die verfallen euch jetzt nicht in 4 Wochen wie die anderen. Es dauert vielleicht 8 Wochen. Aber dafür seid ihr eben auf einer extrem sicheren Seite. Ihr seid sehr, sehr weit weg. Und schaut mal hier, die Margin ist eben dramatisch nach unten gegangen. Ihr habt eine sehr geringe Margin-Auslastung. Das heißt, ihr könnt auch schön verschiedene Positionen im Markt machen. Ihr könnt Diversifikation betreiben, 5, 6, 7 verschiedene Positionen halten, ohne dass ihr zu hohe Margin hättet. So, das war mein kleines Vorweihnachtsgeschenk für euch. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Es gibt viele solche kleinen Tricks und Kniffe am Optionsmarkt und ihr seht, das große ganze Prinzip ist relativ leicht zu lernen. So diese kleinen Tricks, darauf kommt es dann an, damit man wirklich erfolgreich wird und das wird es ja noch viel mehr geben auf diesem Kanal. Deswegen vergesst nicht zu abonnieren, schreibt mir eure Fragen und Ideen in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Und bis dahin, ich wiederhole nochmal unser neues Trading-Motto. Solange es zumindest noch on vogue ist, make trading great again. In diesem Sinne, Servus, macht's gut, bye bye.